So blau wie der Himmel ist das Wasser unserer Sule leider nicht, aber so ein bisschen. Und auch hier wieder dieses Doppelprinzip. Haben wir jetzt hier durch dicke Bohlen getrennt, den Wasser- und den Lehmbereich. Oh, Habicht. Weil wir eben einfach ja, auch dem Wild Wasser bieten wollen und auch eventuell Amphibien, Libellen, bin ich gespannt. Und hier dann eben der Lehmteil. Einigermaßen angenommen. Fährtenbild gut. Sie suhlen noch nicht in diesem Lehm bislang. Das war ja so wirklich gekaufter Lehm. Reiner Lehm. Vielleicht ist er denen zu rein. Muss ich noch herausfinden. Da ist ein so ein Teil von der alten Sule. So richtig hiesiger Lehm sozusagen. Den haben sie gerne angenommen. Den hatte ich jetzt hier in den alten, in den neuen Lehm hatte ich den alten reingemischt und haben sie auch dann gleich angenommen. Das Fährtenbild ist gut, sie laufen gerne drüber. Im Moment auch, der Wasserstand ist ein bisschen niedriger, dadurch ist der Lehm dann hier auch ein bisschen fester. Naja, jetzt schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt.